das ging ja so ein bisschen unter hier in Almanien letzte Woche, ne? Ich weiß noch, ich habe die Axel-Folge gemacht. Wir haben die Axel-Folge gemacht. Und da sagte ich Axel am Ende, in East Palestine, Ohio, ist ein Zug in die Luft geflogen. Und man konnte den Atompilz über der Wolkendecke... Hey, Big Mike. Ja. Holy shit. Also, man konnte den Atompilz über der Wolkendecke sehen. Über der Wolkendecke. Ich muss aufpassen, dass ich hier keine Bewegung mache. So. Und es wurde gar nicht so richtig diskutiert. Und Axel kannte das noch nicht und meinte so, ey, da muss ich mich mal reinarbeiten. Und das ist original eine Woche her. Das ist original eine Woche her. Und die Memes trudelten so ein die Woche über. Also auch spät noch. Ist jetzt so ein bisschen 6-Stunden-Regel beachten. Aber hier, es war doch bemerkenswert, wie darauf reagiert wurde. Wie immer bei den Blue Anons. Es geht, es war echt ein Bombenwochenstart heute Morgen im Redaktionschat. Wie ihr alle einen Meltdown hattet, Alter. Herrlich. Aber hier, das ist wieder ein Paradebeispiel dafür, für wie alles nur auf Gefühlen und Ideologie basiert und wie die Blue Nuns, also unsere Gegner, unsere Feinde, die Gegner der Abraham-Front im Prinzip, wie die ausschließlich instrumentalisieren und sich auch überhaupt gar keine Mühe dabei geben, zu verbergen, dass es nie um die Sachen geht, bei denen sie sagen, um die es hier geht. Ich möchte daran erinnern, dass diese kleine Hexe original in Lützerath rumgesprungen ist. Die ist in Lützerath rumgesprungen. So, und jetzt gucken wir mal, wie es hier so war. Genau, das hier ist übrigens, ich glaube, das ist Pete Buttigieg. Der sollte mal Gouverneur werden von Texas oder so. Und den haben sie installiert, weil der ist auch gay. Und in der Hoffnung, dass wir den dann Pete Buttplug nennen. Hat aber keiner gemacht. Und dann hat er noch mehr Sachen gebracht. Er hat dann irgendwie, haben sie ein Kind gekriegt, er und sein Ehemann. Und dann haben die das neugeborene Kind im Arm gehalten. Das ist auch ein Highlight. Und haben da dabei erschöpft im Bett gelegen, im Krankenhausbett. Obwohl sie es ja nicht gekriegt haben. Also wie so eine Mutter, die gerade geboren hat. So. Dann das nächste ist, er ist jetzt, glaube ich, Verkehrsminister oder Infrastrukturminister im Kabinett Biden bei Dark Brandon. Nichts gegen Dark Brandon. So. Und er sagte, das ist Infrastruktur, ist, glaube ich, die Bahn fällt da drunter. Und er, von ihm hört man auch nichts. Gar nichts. Diese Leute sind komplett, das sind komplette Clownposten und Ministerien, egal ob hier oder da, die ein reiner Staatsmafia, Staatsadel, Scam sind. Es ist komplett sinnlos und nutzlos. Jo. Genau. Rand Paul lieben wir. Es ist der Sohn von dem anderen Paul. Wie heißt er nochmal? Geil, dass er den nach Ayn Rand mit Vornamen benannt hat, ne? Das sind hier die libertären Urgesteine in den USA. Ron Paul, genau. Heißt ja der Vater. Seit 30 Jahren sagt er alles voraus mit der Fed und so weiter und so fort. Und es stimmt immer. Aber hier funny Meme, oder? Funny Meme. Ohio's governor after Biden denied his request for disaster assistance. Yo. Geil, Mann. Yo. Dann hier, where is Greta? East Palestine, Ohio. Ah, gibt ein... Ach, Trump ist schuld. Ach ja, guten Morgen. Ketil. Was gibt's da? Gibt's da noch mehr Details zu? Welcher deutsche Text war es denn? Irgendein verklatschter Boomerbook-Post? Oder war es die Waffen der SZ? Oder irgendwas vom Rotfunk? Ja, wer sonst? Wer sonst? Greta, wo bist du? Greta, wo bist du? Lützi? Lützi bleibt? Was ist mit East Palestine, Ohio? Was ist
Da sind die Fische vergiftet, das Wasser ist vergiftet, die Haustiere sterben. Es ist ein Riesending, alle tun so, als wäre nichts. Der ganze Staat tut so, als wäre nichts. Wir haben ja mehrere Vermutungen. UFOs, PSYOP, unter anderem, um davon abzulenken und so weiter. Ich habe noch die Idee, dass es sein könnte, dass Amerika, dass das Cyberattacks sind, was da die letzten Wochen abgeht, beziehungsweise das ist auch etwas, was man hört. Könnte das Teil einer Cyberattack gewesen sein? Ist mit anderen Worten, ist Amerika under attack? Das ist eine Frage. China vielleicht, ja. Was ist los? Das hier ist auch gut und witzig. Ist das hier Pete Buttplug und rechts? Das ist die Greta, links ist Doug Brandon. Genau. A Build Back Better Film. East Palestine. Ach so, der Trump hat die. Ach so, ja, weil. Genau. Trump hat die Regulierungen, die staatlichen Regulierungen runtergesetzt und dann die deswegen ist es jetzt passiert. Ah ja, okay. Jo, in der seriösen Presse, okay. Alles klar. Gut. Genau. Dangerous to the environment, EPA perfectly safe. Sie sagen, es ist nichts. Sie sagen original, auch das Wasser ist nicht contaminated. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Guckt euch das Ding an. Guckt euch diesen. Oben ist die, oben diese schwarze Scheibe noch darüber. Und darüber ist die Wolkendecke. Und es gibt irgendein Foto, wo man es von oben sieht, wo das durch die Wolkendecke kommt. Ja, das waren noch so die Reste. So, ja, genau. Kommen wir zu Propaganda. Propaganda. Gibt keine Atombomben, wissen wir ja von Henning 14. Ehemaliger KGB-Agent sicher, hier wieder sehr, sehr viel Hopium. Es wird am Hopium geschnüffelt, der Normie schnüffelt am Hopium. Ukraine bald gewonnen, Azov-Bataillon für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Putin hat keine Atombomben mehr. Wie gesagt, wir wissen das ja schon lange, weil es gibt und gab nie Atombomben. Aber warum hat er jetzt angeblich keine mehr und alle anderen haben sie noch? Was ist passiert? Was ist angeblich im Narrativ, in der Matrix passiert, dass er vorher mal welche hatte und jetzt keine mehr hat? Bild-Zeitung. Nicht am Hopium schnüffeln. Lass es. Nein, nein, war gestern wohl eine Schlagzeuge. Schlagzeuge? Schlagzeuger. Schlagzeile habe ich bei Disclosed TV gesehen. Ja, moin. Viel Erfolg, alles Gute für die Zukunft. So, dann hier weiteres Copium. Eben hatten wir Hopium, jetzt Copium. Ich glaube, letzte Woche gab es ja schon mal irgendwie so eine Schlagzeile, man soll das Frühstück skippen. Man soll das Frühstück skippen, dann genau. In the vein of, also im selben, in derselben Tonalität hatten wir ja schon nicht so viel waschen, nicht so viel heizen, nicht so viel Zivilisation halt im Allgemeinen. Verzicht. Verzicht. So, und jetzt hier das nächste. Das geht in die Richtung, aber ist ein bisschen was anderes. Dogmatic adherence to mealtimes is anti-science. Die Wissenschaft. Die Wissenschaft, Leute. Anti-science, racist and might actually be making you sick. Also, sich an ein Regiment zu halten, an Rituale, sich die Mahlzeiten einzuteilen, und nicht einfach zu fressen, wann und wie und wo man will und wie so viel man will und was man will, egal wann, ist rassistisch und antiwissenschaftlich. Okay? Mother Jones, Kiera Butler. Hoffentlich bald von der AI ersetzt. Genau, eine starke und unabhängige Frau, die auch arbeitet, zum Beispiel solche Blogs schreibt. Es ist Allgemeinrechts, ja, genau. Vor allen Dingen, wenn man gut damit umgehen kann, das ist rechts, das ist rechts. Und irgendwie eine Struktur hat. Also, seid nicht rechts, yo. Dann hier, auch hier wieder. Dark Brandon at it again. Dark Brandon, Alter. Ich habe vergessen, wie sie heißt, aber sie hat es gepostet und sie hat auch seinen Account daneben gepostet. Seht ihr es unten? Joe Biden. Dark Brandon war das. Doug Brandon hat dieses Bild geliked. Ey, lieben wir Doug Brandon oder was?
Also sie ist ja auch eine saftige. Und ich werde jetzt nicht anfangen, Joe Biden zu bejubeln und zu sagen, er ist ein sehr guter Präsident, ich möchte, dass er eine zweite Amtszeit macht. Aber, er hat den cooleren Sohn. Er hat den cooleren Sohn, machen wir uns nichts vor, ja, der alles filmt, was er so macht, sich an keine Freedom Traps hält, all around gut drauf ist. In einem alternativen Universum hätte ich das sein können, der das Beste aus seinen Seilschaften macht, von Ukraine bis China, bis hin zu Ballern mit Huren. Und dann halt hier eben, ey Junge, Joe Biden, der Dad, Doug Brandon, Eis in der Hand, schwarze Sonnenbrille, die Tage, letzte Woche war das, Freitag oder so, liked der original das Bild von seinem Joe Biden-Account aus. Also, yo, bin kurz davor, what the fuck, I like Joe Biden now. Aber du musst ein bisschen aufpassen, Doug Brandon. Du musst gucken, dass du den anderen Account nimmst. Nicht einfach senil rumliken, wenn du ein paar Bubis siehst und saftige Schenkel. Ne? Na gut. So, was ist mit ihm hier eigentlich? Wie heißt der nochmal? Kennt den jemand? Das ist natürlich auch, das ist eine ganz schreckliche Person. Ich habe ja die Tage übrigens gesagt, zum Heiko, im Heiko-Podcast, ich hasse niemanden. Ja, muss man doch so ein bisschen, also ich hasse niemanden, aber manchmal hasse ich doch die Leute. Oder finde sie ganz furchtbar. Aber ich hasse sie nicht. Also tut mir auch leid, ist ja auch viel Hatebait, Outragebait und so weiter. Hier natürlich auch Gayface und so weiter und so fort. Jean-Philipp Kindler. Genau, was ist mit ihm? Was ist mit ihm? Warum bist du so? Warum bist du so? Ja, der müsste eigentlich auch so eine Helmut Kohl-Brille haben, ne? Also an dem ist wirklich alles, das ist ja auch, obwohl hier, Fred Perry am Tragen. Fred Perry am Tragen. Oh, oh, oh. Wenn das der Rotfunk mitkriegt. Er hat jetzt 30 Jahre recherchiert, um rauszukriegen, dass es rechts ist. Sagen wir es mal so, in den USA würde man sagen, punchable face. Verachtung, Verachtung. Machen wir natürlich nicht, machen wir natürlich nicht. Der macht auf Ideologie kritisch. Der ist doch einfach nur kompletter Menschenfeind und Zivilisationsfeind und will alle enteignen und so weiter und ins Gulag stecken. Das ist doch eine richtig böse Person. Naja, anyway, weiter geht's. Dann hier, Schlafrot-Scholz, Kabinett Schlafrot-Scholz, hatte ich dem Big Mike von erzählt die Tage. Ist auch krass, oder? Hinten die Messerstecher Reichsbahn und dann er hier. Robert Habeck, das ist unser Außenminister. Das ist original unser Außenminister. Nee, Moment. Was ist er? Nee, aber Vizekanzler. Außenminister ist ja die Baerbock. Außenministerin. Aber er ist Vizekanzler, oder? Oder? Habeck. Was ist denn nochmal Minister für auch irgendeine Clown-Scheiße? Wirtschaft, Klimaschutz. Für Wirtschaft und Klimaschutz. Ja. Es ist auch kaum paradox. Ey. Keine Ahnung. Was machen wir? Was machen wir mit solchen, mit den Superminister? Genau, ist der Superminister. Danke, Winko. So, hier Big Mike. Also, we like Harry Potter because der Normie weint. You like Harry Potter because du hast ein Harry Potter Gesicht. We are not the same. So, und deswegen, nein, ich habe dem Big Mike diese Bilder hier gezeigt. Hier unten in der Mitte, das ist meine Mutter. Unten in der Mitte meine Mutter im Lehrdienst, im Beamtendienst. So, wir haben es wieder abbestellt. Wir haben es wieder abbestellt. It was fun while it lasted. War kurz ein bisschen nice für die Outrage. Jo, genau. Nee, nein. Das sind die Cover. Das sind die Cover von Harry Potter. So sieht der aus. So soll der aussehen. Hat auch irgendjemand gemalt. Das, also sagen wir es mal so, dass das Buch von einer TERF geschrieben wurde und wahrscheinlich auch von einer TERF illustriert wurde, man sieht's, dass es überhaupt ein Boy sein durfte, okay. So,
Ich glaube ja, die Alice Schwarzer Feministinnen sind auch We are not the same. We are not the same. Wir waren islamkritisch, bevor es cool war. Sie waren es, bevor es cool war. Aber we are not the same. Denen ging es nie um Freiheit. Denen, die hassen einfach Männer und Toxic Masculinity. So, und die haben es natürlich richtig identifiziert. Wer ist noch? Wer tritt noch maskuliner auf? Fair, aber make no mistake. Die mögen uns nicht. Die mögen uns nicht. Und sie waren die Wegbereiterinnen für die ganze andere Clown-Scheiße. We used to share the same enemy, aber ich habe mich umentschieden. Ich habe mich umentschieden. Dank der letzten 2, 3 Jahre habe ich mich umentschieden. Ich bin jetzt im anderen Team und ihr seid jetzt unsere Enemies, weil ihr habt das mit alles möglich gemacht. Angefangen mit Alice Schwarzer Schimm Männerhass. So. Margarete Stokowski. Auch schade, wie das mit ihr alles gelaufen ist. Sie war ja mal low-key attraktive, so, ne, für so eine Schlaue. Und jetzt eben auch ja, die Wärmflasche am Wiegen und Botox ins Gesicht gegen Long-Covid. Und eben, man geht auf die Ende 30 zu, Frau, sie. Und jetzt hier, das passt ihr jetzt auch nicht. Ich verstehe den ganzen Tweet nicht. I guess capitalism has failed. Irgendwie sowas in der Art. Corona-Schnelltest für zu Hause kosten jetzt unter 50 Cent. Ah nee, das findet sie gut. Das findet sie gut. Genau. Aber weil ihr keimigen Käfer euch nicht mehr testet. Scheiße, was für ein Dilemma. Was für ein Dilemma. Wenn sich viele testen, geht die Nachfrage hoch und dann steigt der Preis. Und jetzt geht der Preis runter, was gut ist für Kommunisten. Das mögen sie sehr gerne, wenn der Markt das doch regelt, wenn es günstiger wird. Aber es ist, weil keiner mehr Bock drauf hat. Was für ein Dilemma. Was für ein Dilemma, Margarete. Ach ja, hier, ihn hier. Ihn hier. Ihn hier nehmen wir uns jetzt gleich vor. Da gucken wir mal. Maurice Konrad. Das ist auch einer meiner Lieblings-Hatebaiter da draußen. Ziehen wir uns gleich mal rein. Hat ein Video gedreht. Hat ein Video gedreht. Wer hat es schon gesehen? Hat es schon jemand gesehen? Maurice, ich bin noch nicht von ihm blockiert übrigens. By the way. Da ist er. Da ist er. Yo, das ist dieser junge Mann hier. Zieht euch alleine die Bio rein. Zieht euch alleine die Bio rein. Kolumnist in Taz. Klimaaktivismus, Fridays for Future, talentloser, schwuler Hans im Gay-Rap, nicht binär, they. Genau. Und so weiter. Und auch schlau. Versteht die einfachsten Zusammenhänge nicht. Yo. Schlimmste finde ich fast Skinny Fat. Skinny Fat. Pass auf, Big Mike, freu dich drauf. Freu dich drauf. Das wird hier, guckt euch das an. Skinny Fat, eigentlich Hosenlänge okay. Hosenlänge okay, eigentlich auch Crop Top auch okay, wenn man es tragen kann. Aber dieser Skinny Fat Körper darunter und dieses, die grundlegende Affenpocken-Thematik ist natürlich Hatebait. Es ist Hatebait. Wir sind uns einig, er weiß, wir wissen und er macht es auch deswegen.